Ja, hallo, erst einmal zusammen. Ich bin der Heiko Hartmann, ich bin ein Kronacher. Ich bin seit 20 Jahren im Bamberger Raum, seit 7 Jahren wohnhaft in Erlau. Ich bin der Nachbar von Michael Schwarzmann und wir haben uns diesbezüglich schon viel Gedanken gemacht. Ich muss dazu sagen, ich habe 1996 ein Grundstück kaufen wollen in Dütschengereuth. Ein wenig näher? Ja. Ja. Ein Grundstück kaufen wollen in Dütschengereuth. Und ich habe es bis jetzt immer so gemacht, wenn ich ein Grundstück gekauft habe, dass ich drauf gezeltet habe. Mir hat es damals ein wenig gestunken. Ich habe nach einer guten Woche das Zelten abgebrochen und bin zur Erkenntnis gekommen, ich ziehe nach Drosendorf. Habe mir dort ein Grundstück gekauft, habe ein Haus gebaut. Das habe ich vor 7 Jahren verkauft. Und wohnen, wie gesagt, seit 7 Jahren in Erlau. So. Meine Vorredner, die haben ja schon etliches Schöne verkündet, sozusagen. Und wenn ich auf den letzten Vorredner zurückgreifen darf, mit der grünen Wiese, auf einer grünen Wiese, gehört halt kein Gewerbebetrieb hin, der wo stinkt, sondern es gehört halt was Vernünftiges hin. Und zwar, wir sind ja keine Dösel, sondern da kann man Ösel hinstellen. Ökologisch-soziale Landwirtschaft plus. Das heißt, es wird Photovoltaik entstehen. Unter der Photovoltaik können Schafe, können Ziegen, können dementsprechend Erdbeeren, können Knoblauch und etc. auf der Fläche entstehen. Jetzt muss man halt mal schauen, wie es dann auch halt mit anderen Grundstücksflächen in der Gemeinde Walsdorf oder Umgebung ausschaut. Und wenn wir als Gemeinde Walsdorf im Prinzip zusammenhalten und das eine Projekt im Prinzip so gestalten, kann sich jeder mit beteiligen an dem Projekt und es wird für jeden mit Sicherheit auch ein Ertrag erzielt werden. Es werden auch Arbeitsplätze geschaffen, logischerweise, weil ich allein kann das nicht stemmen, weil ich bin Vater von 2 Kindern, die fordern meine Aufmerksamkeit und ich bin halt der Meinung, für die Kinder ist ja die Zukunft, sollte man im Prinzip was Vernünftiges hinstellen und nicht einen Gewerbebetrieb, der milliardenschwer ist, der wo in weltweiten Sachen wahrscheinlich agiert. Ist jetzt eine Vermutung von mir. Also das zu unterstützen. Ich habe da drüben ein kleines Modell im Prinzip einmal ein wenig aufgebaut, wie sowas ausschauen könnte. Weil immer wenn man was erzählt, hat jeder seine eigene Vorstellung. Ach so, kann man visuell im Prinzip einmal schauen, so könnte man das vielleicht machen. Und wenn wir als Bürgerbeteiligung im Prinzip das auf den Weg bringen, wäre doch das auch hübsche und nette Sache. Ich habe im Vorfeld schon mal ein paar Hausaufgaben gemacht. Ich habe mich mit verschiedenen Bürgermeistern schon unterhalten. Ich habe mich auch mit dem Herrn Starke schon unterhalten. Ich habe mich mit der Frau Hummel unterhalten. Die wird ja auch jetzt demnächst kommen. Und dann schauen wir mal, wie die ganzen Leute das dementsprechend auch mit vielleicht unterstützen. Wir sind auf jeden Fall am guten Weg. Ich habe bei unserem ersten Bürgermeister, da habe ich ja grundsätzliche, also Zustimmung in Anführungszeichen schon erhalten. So hat er sich also er ist grundsätzlich nicht abgeneigt. Es sind auch andere Sachen schon in Anführungszeichen bedacht gewesen. Und ja, schauen wir mal, was draus wird. Auf jeden Fall bin ich der Meinung, sowas in der Richtung ist auf jeden Fall sinnvoller als wie der Gewerbebetrieb. Vielen Dank.